Hallo und herzlich willkommen zum Börsenplatz Zürich. Heute steht bei uns der Immobilienkonzern Swiss Property im Fokus. Darüber spreche ich mit Vivian Spanberg von Vontobel. Frau Spanberg, Swiss Property hat vor kurzem Zahlen für das erste Halbjahr vorgelegt. Der Reingewinn ist deutlich zurückgegangen. Operativ gab es dagegen einen Anstieg. Was sind denn die Gründe? Im ersten Halbjahr 2023 hat sich vor allem die Kernaktivität von PSP Swiss Property hier, die Vermietung von Geschäftsflächen, nämlich sehr positiv eigentlich entwickelt. Der Liegenschaftsertrag ist um 3,5% gestiegen auf 163,3 Millionen. Das operative Ergebnis, das heißt ohne die Liegenschaftserfolgen, erhöhten sich auch um 20,9 auf 150,5 Millionen. Ein positiver Ergebnisbeitrag war hier mit 30,6 Auflösung von latenten Steuern, negativ mit 11,2 Millionen, hier vor allem tiefere Gewinne aus dem Verkauf von Entwicklungsprojekten und Stockwerkeigentum. Der Betriebsaufwand, der sank um 5,3% auf 27,2 Millionen und unterm Strich war der Reingewinn dann bei 76,9 Millionen. Das ist ein Rückgang von 66,1% gegenüber dem Vorjahr. Erklärt kann das aber vor allem aus der Portfoliobewertung. Der wurde nämlich jetzt abgewertet dieses Halbjahr um 90,7 Millionen. Und in der Vorjahresperiode wurde das Portfolio aufgewertet um 131,9 Millionen. Und unterm Strich sind es somit dann negativ für Sie rausgekommen. Aber wie Sie schon gesagt haben, operativ haben Sie es relativ gut gemacht. Beim Reingewinn hat es dann ein bisschen gehapert. Und operativ ist Swiss Property weiterhin auch optimistisch. Der Vorstand hat die Prognose für das Gesamtjahr angehoben, also die EBITDA-Prognose. Ist der Optimismus aus Ihrer Sicht nachvollziehbar? Ja, zwei zentrale Vorgaben haben Sie vor allem auch in Ihren Quartalsergebnissen hier publiziert. Das ist erstens die Prognose für 23 des EBITDA, also ohne Liegenschaftserfolge von 285 Millionen hier Franken zu erreichen. Und Ihre Leerstandsquote soll unter 4% liegen. Und Sie können sich eigentlich auf relativ solide Zahlen hier nämlich auch verlassen. In den Quartalszahlen, vor allem der publizierte Rückgang beim EBITDA, aber auch beim Reingewinn, ist eben wie schon erklärt der Vorjahreseffekt von den Bewertungen der Immobilien und es waren eigentlich auch in line mit den Erwartungen von den Analysten. Und die Leerstandsquote liegt bei 3,2%, somit ist sie kaum höher als 2022 und liegt auch noch eben unter 4%. Es gibt ein paar Risiken im Schweizer Immobilienmarkt. PSP ist aber bis jetzt eigentlich relativ gut aufgestellt, vor allem weil sie viele Liegenschaften hier auch in Prestigelage besitzen in den Städten Zürich, Bern, Basel, Genf und Lausanne. Und hier ist weiterhin die Nachfrage auch relativ konstant und relativ gut. Der Vermietungsmarkt für Qualitätsliegenschaften an zentralen Lagen sei weiterhin intakt, sagen Sie auch selber. Vor allem in Genf und Zürich sei der Markt relativ dynamisch. Aber in Nebenanlagen, da blieb die Vermietung eher ein bisschen herausfordernd. Auch der Transaktionsmarkt für Objekte, da ist aktuell sowohl die Preise als auch die Anfangsrenditen haben sich hier kaum verändert. Und unter diesem Gesichtspunkt sieht PSP eigentlich für 2013 seine Ziele auf gutem Wege. Also gute Perspektiven für das Jahr 2023. Das Jahr dauert aber nicht mehr so lange. Wir wollen uns auch mal die mittelfristigen Perspektiven anschauen. Wie ist denn da Ihre Meinung? Vor allem im Vermietungsmarkt gilt heute mehr als denn je, erst zu differenzieren zwischen erstklassigen Lagen in vor allem Wirtschaftszentren und Peripheriestandorten. Und vor allem PSP ist natürlich in dem relativen Marktsegment, also für Sie relevanter Marktsegment, ist nämlich die qualitativ hochstehenden Liegenschaften und vor allem an zentralen Lagen in eben Prestigeorten auch, Zürich, Genf, also wahrscheinlich hier in Zürich wird Bahnhofstraße sein, aber eben dessen sehen Sie sich doch vor der mittleren Perspektive auch sehr gut aufgestellt, weil eben die Nachfrage nach diesen Immobilien immer weiter noch intakt ist und vor allem auch nach Büroflächen. Generell ist natürlich das Zinsumfeld aktuell so ein bisschen das, was viele hier negativ aufstößt, aber die Bewertung der Liegenschaften, da muss man mit Marktunsicherheiten klarkommen und dank einem relativ niedrigen Verschuldungsgrad von 36% sind Sie hier gegen
gegen das Zinsaufkommen relativ gut gewappnet. Es gibt ein paar größere Renovationsprojekte, wo sie überschaubare temporäre Mietzinsausfälle prognostizieren werden. 2023 wollen sie aber mehr Liegenschaftserfolg haben als 2022. Der Grund ist vor allem auch die Indexierung, also die Inflationsanpassung der Mietverträge. Sie geben die Inflation sozusagen 1:1 an die Mieter weiter. Es werden auch einige Projekte fertiggestellt, sowie einige Übernahmen, die sie getätigt haben. Und somit sind sie operativ durch die höheren Zinsen. Beispielsweise wird ihre Leistung hier nur gering beeinflusst, weil nämlich über 90% ihrer Mietverträge indexiert sind. Somit können sie beispielsweise Inflation hier 1:1 weitergeben. Wir haben Swiss Property das erste Mal im Börsenplatz Zürich dabei. Eine gute Gelegenheit, mal einen Branchenvergleich zu ziehen. Wie steht denn Swiss Property im Vergleich da? Ja, Swiss Property ist schon ein bisschen was anderes als der 0815 Vermieter, wenn man das so sagen darf. Sie konzentrieren sich nämlich relativ speziell und hier vor allem ausschließlich auf Gewerbeimmobilien an erstklassigen Standorten. 64% von denen sind Büroflächen und 16% in Einzelhandelsflächen und immer nur in Top-Lagen. Somit haben sie auch die höchste Portfolioqualität relativ zu ihren Wettbewerbern. Und im Vergleich zu Wettbewerb verfügt PSP auch auf eine sehr, sehr solide Bilanz. Eigenkapitalquote 55%, Beleihungsauslauf 33%. Zudem ist PSP unvermindert gut positioniert, um vor allem Chancen auch im Immobilienmarkt hier einzugehen und zu nutzen. Und ihr Bewertungsniveau ist eigentlich auch relativ geschützt, gerade weil sie eben die 90% Indexierung haben. PSP wirkt aktuell mit ein bisschen Abschlag zum erwarteten NAV gehandelt und entspricht auch weitestgehend dem Branchendurchschnitt. Die Bewertung erscheint aber angesichts ihrer relativ starken Bilanz und der soliden Dividendenrendite ein bisschen konservativer, nämlich anders als ihre Wettbewerber wie zum Beispiel die Dividende von PSP aus dem wiederkehrenden EPRA-EPS gezahlt, also unabhängig von ihren Immobilienverkäufen, was anders ist als ihre Mitbewerber. Und somit sind sie eigentlich so ein kleines Glanzstück unter den Vermietern hier in der Schweiz. Also ein Glanzstück unter den Vermietern in der Schweiz. Wir wollen zum Schluss auch noch auf die Aktie schauen, ob die ein Glanzstück ist. Auf alle Fälle hat die Aktie seit Ende Mai ordentlich zugelegt und damit einen Teil der Verluste in diesem Jahr wettgemacht. Wie ist denn die Meinung am Markt? Geht es so positiv weiter? Ja, sie haben ein bisschen oder fast alles weggemacht. Ein kleiner Sprung fehlt noch, dass sie eigentlich year to date hier auf 0% rauskommen. Aber die Analysten laut Bloomberg sehen hier noch ein bisschen was nach oben gehen. 12-Monats-Durchschnitt-Kursziel laut Bloomberg liegt bei 117 Schweizer Franken. Das sind noch knappe 8,5%, die Aktie hier auf 12 Monate noch machen sollte, laut Analysten. Und das Rating ist 70% bei 30 Hold und kein Sell-Rating auf der Swiss Property Aktie. Also die Analysten durchaus positiv eingestellt. Vivian Spanberg, vielen Dank. Danke. Das war die aktuelle Ausgabe vom Börsenplatz Zürich. Heute mit einem Blick auf den Immobilienkonzern Swiss Property. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.